Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension von mir. Heute möchte ich euch dieses hier vorstellen. Alice wie Daniel sie sah von Sarah Butler im Drömer Verlag erschienen für 14,99 € in der broschierten Ausgabe. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Buch als Mängelexemplar ergattert habe, denn ich hatte es schon vorher mal in der Hand und fand die Idee so faszinierend. Die werde ich euch ja gleich noch erzählen. Aber fand den Preis zu teuer. Für 15 Euro war es mir dann doch zu risikobehaftet, ob ich das wirklich so toll finde, das Buch, weil ich ja doch in eine andere Richtung manchmal lese. Aber so habe ich es zufällig in der Grabbelkiste gefunden und nur mit kleinen Stempel und hier hinten zwei Ratschern ist das Buch sonst noch tippitoppi im Schuss. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Ja, das Cover und der Titel lässt ja eigentlich vielleicht einen Liebesroman erahnen. Dem ist aber nicht so. Hier geht es eher um eine Vater-Tochter-Beziehung. Hier geht es einmal um Alice. Alice, eine Frau von Ende 20 Jahren, die noch nicht genau weiß, was die Rolle in ihrem Leben, also was für eine Rolle sie in ihrem Leben spielt und wo sie eigentlich genau hin möchte. Sie ist sehr rastlos und reist viel. Sie ist wirklich hier und dort mit ihrem Rucksack unterwegs. Nun muss sie aber doch schnell nach Hause, denn von ihren beiden Schwestern hat sie erfahren, dass ihr Vater im Sterben liegt, todeskrank ist und sie konnten sie so lange nicht erreichen. Deswegen, als sie dann endlich zu Hause angekommen ist, hat sie auch nicht mehr lange Zeit, sich von ihrem Vater zu verabschieden. Ja, in der Familie ist es so, da ist es auch eigentlich einer der Gründe, warum sie sich so verloren in ihrem Leben fühlt, denn sie hat das Gefühl, dass sie in der Familie immer das fünfte Rad am Wagen war und irgendwie sie ein bisschen anders ist. Und auch obwohl ihr Vater ein sehr liebevoller Vater war, dass er sie irgendwie komisch angeguckt hat und sie auch nicht so sehr geliebt hat wie die beiden anderen Schwestern. Sie ist auch die Jüngste und eher eine Nachzüglerin. Ja, und schließlich stirbt ihr Vater und die drei müssen sich um den Nachlass kümmern und auch um das Haus. Alice bietet an, dass sie das doch gerne machen könnte, weil sie sowieso ein bisschen Ablenkung braucht und die beiden anderen Schwestern haben ja auch ja, ihre Familie, um die sie sich kümmern muss. Ja, zu der Mutter. Die Mutter ist gestorben, als Alice sehr ganz klein war, ungefähr 4 Jahre bei einem Autounfall. Ja, nun muss sie das alles verarbeiten. Sie renoviert das Haus und beim Renovieren entdeckt sie vor der Tür, dass ihr immer kleine Geschenke hinterlassen werden. Geschenke aus für sie eigentlich Müll, aus kleinen Gegenständen wie leere Feuerzeuge oder Plastikperlenketten oder einfach nur Papierschnipseln, die aber so arrangiert sind, dass sie denkt, das müsste doch irgendwie eine Botschaft haben. Und deswegen bringt sie es auch nicht über sich, diese Sachen wegzuschmeißen und hebt sie auf. Ja, das einmal zu Alice. Dann gibt es noch Daniel. Daniel ist Ende 50 und obdachlos. Er wandert durch London und sucht im Grunde seine Tochter. Denn er weiß, dass er eine Tochter hat, ist ihr aber noch nie begegnet, weiß nur, dass sie Alice heißt. Ja, das ist diese Alice, von der ich eben gesprochen habe. Und er hat auch eine ganz besondere Wahrnehmung, denn für ihn hat jeder Buchstabe auch eine Farbe. Immer wenn er einen Buchstaben sieht, sieht er auch eine Farbe. Oder wenn er sich das Wort vorstellt, dann sieht er auch eine Farbe. Ja, und nun sucht er kleine Gegenstände zusammen, die die Farben der Buchstaben von Alice ergeben. Und diese Gegenstände bindet er so zusammen, dass sie kleine Kunstwerke ergeben und die hinterlässt er dann in London. Und er hofft, dass Alice die irgendwann entdeckt und die Botschaft dahinter versteht. Aber das ist natürlich sehr utopisch. Ja, aus Zufall findet er dann in einer Zeitung die Todesannonce von Alice' Adoptivvater, sage ich jetzt mal. Denn er weiß, wie dieser heißt. Und da ergibt sich nun endlich eine Gelegenheit, Alice kennenzulernen. Es ist aber für ihn sehr schwierig, weil er sich ja auch seiner schämt, dass er obdachlos ist und wie er aussieht und wie er riecht und so weiter. Und er weiß auch gar nicht genau, wie er sich erklären soll. Dann entscheidet er erstmal, dass er ihr kleine Geschenke immer vor die Haustür legt. Ja,
Das erstmal zum Inhalt, wie sie sich nachher treffen, ob sie sich treffen und wie diese ja, Begegnung verlaufen könnte, erzähle ich euch natürlich nicht. Das sollt ihr selber erfahren. Zur Aufmachung dieses Buches. Es ist immer ein Kapitel Alice, ein Kapitel wird Daniel gewidmet und immer so weiter. Was ich ganz toll fand, ist, hier vorne in der Klappe sieht man die Buchstaben als Farben, wie Daniel sie, ja, wie Daniel sie wahrnimmt. Und das ist nicht einfach gelb, blau, grün, sondern ganz besondere Farben. Zum Beispiel D ist hellorange, fast durchsichtig. Sehr interessant, wie diese Farben überhaupt zustande kommen. Und hier hinten ist nochmal der Name Alice in ihren Farben, in Eisblau, Gold, Dunkelrosa, Dunkelblau und Grau. Ja, und was auch noch eine tolle Idee ist, ist, am Anfang jeden Kapitels ist immer eine kleine Auflistung mit 10 Dingen. Hier zum Beispiel von Daniel, 10 Arten, wie andere mich beschreiben könnten. Ein Landstreicher, ein Faulpelz, ohne Zuhause, mit seinem Glück am Ende ein Obdachloser. Vertrieben, Abschaum, an den Rand gedrängt, missverstanden, ein Verirrter. Ja, manchmal ist es nur so ganz kurz, aber manchmal ist es auch die ganze Seite. Es sind dann halt ganze Sätze. Also auch bei Alice, denn fand ich eine ganz nette Idee, weil man noch mal so ein paar Gedanken oder ein paar Sachen über die beiden erfährt. Manchmal sind das halt auch so ganz lapidare Sachen, wie zum Beispiel Gerichte, die sie nicht mögen. Aber da scheint dann immer irgendwas Emotionales durch oder von deren Vergangenheit. Was ich auch ganz toll fand, ist, dass man das Ende nicht voraussehen konnte. Also ich konnte mir hier ein total grausiges Ende vorstellen, genauso gut aber auch ein Happy End. Und man ersehnt einfach deren Zusammentreffen und ja, leidet da irgendwie mit. Was wollte ich sagen? Ja, zu Anfang haben mich die Figuren ein bisschen deprimiert, weil die alle so depi drauf waren. Aber man wurde halt auch von Anfang an gleich so reingeschmissen und hat die ganze Geschichte nicht erfahren. Die erfährt man erst nach und nach, wie Daniel überhaupt auf die Straße gekommen ist und warum Alice sich so fühlt. Und dann nervt es nachher nicht mehr, dass diese ganze depri Geschichte, sondern man kann sich da gut reinversetzen und nachher ersehnt man einfach auch diese Hoffnungsschimmer nachher, dass die sich beiden denn irgendwie zusammen, dass die zusammentreffen und über alles reden. Ja, ich muss aber leider sagen, dass mich das Ende doch sehr enttäuscht hat, weil im Grunde das Ende kein Ende war. Da waren einfach 10 Seiten zu wenig im Grunde und es wurde nicht alles aufgeklärt. Und das finde ich ganz grausam. Also ich habe das Buch auch sehr unbefriedigt zusammengeklappt und war eigentlich sogar sehr sauer, dass das nicht ordentlich aufgelöst wurde, weil auch dieses gute Gefühl über das Buch dann nachher zerstört wurde. Und so wäre das Buch noch ein bisschen, die Geschichte noch runder gewesen. Das ist sehr, sehr schade, weil die Idee doch sehr toll ist und auch sehr emotional. Und ich habe dann auch am Ende doch auch Tränchen verdrücken müssen und es hat mich schon mitgenommen. Es macht auch nachdenklich über Obdachlose. Man kennt das ja, wenn man durch die Stadt geht und man erwischt sich dann dabei, wie man vielleicht doch mal irgendwie sich so ein bisschen ekelt, weil die stinken oder weil sie so aussehen, wie sie aussehen. Aber hier bekommt man mal eine Insicht von einem Obdachlosen, wie er sich darüber, ja, dafür schämt, wie er aussieht und wie er überhaupt darauf gelangt ist und dass er ja im Grunde auch ein Mensch ist mit Vergangenheit und Familie und so weiter. Ja, also bis auf das Ende und am Anfang kleine Anfangsschwierigkeiten, ein ganz tolles Buch, eine ganz große Leseempfehlung an euch. Und ja, kann ich euch trotzdem empfehlen, gerade durch diese tollen, einzigartigen Ideen mit den Farben und mit diesen Anfangskapiteln. Ich fand es auch immer schön, dass man, wenn Daniel in den Farben gedacht hat, manchmal nur die Farben aufgeschrieben hat und dass man vorne nochmal nachgucken konnte, was hat er da jetzt gemeint. Im Grunde wie so eine kleine Geheimschrift und das hat mir mal sehr gut gefallen, immer ein bisschen nachzurecherchieren. Ja, das war's von mir, von dieser Rezension. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt die schöne Sonne und bis zum nächsten Mal. Tschüss!